Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge Don't Starve Together mit dem Krian. Hallo Yogi. Hallo Krian. Ja, wir haben noch 5 Tage, bis es Winter wird, wenn ich das richtig sehe. Ich würde hier tatsächlich nochmal die Seeds nutzen, um die hier einzupflanzen. Ich kann sie nicht einpflanzen. Muss ich dafür erst den Boden nochmal vorbereiten? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich habe aber keine Hacke einstecken, nur eine Holzhacke und eine Schaufel und einen Speer. Ha, ist wieder morgen. Ist wieder morgen. Und ich habe nachgeschaut, was es mit dem Kartentisch auf sich hat. Man kann wohl in der Nähe von ihm, ja, kann man Karten erstellen. Dafür braucht man allerdings einen Feather Pencil und Papyrus. Das heißt, wir können aktuell keine Karte erstellen. Toll. Ja, hat sich richtig gelohnt sozusagen. Ja, die ganzen Materialien rausgeschmissen hier. Ja, richtig, richtig fancy. Alles verloren. Wir haben eine Wassermelone. Ja, ich habe auch noch eine Dragonfruit einstecken. Wobei ich ja so das Gefühl habe, für den Winter ist Angeln zum Beispiel schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde tatsächlich mal eine Runde erkunden gehen Richtung Sumpf hier oben. Ja. Vielleicht gibt es hier auch noch überlebende Schweinemenschen und der Baum hat nicht alle ausgerottet. Ich habe keine Axt. Doch, ich habe eine Axt. Ich wollte währenddessen noch ein bisschen Holz holen. Ja, wie ist denn unsere Holz... Na, nein, böser Frosch. Wie ist denn unsere Holzakt-Situation gerade? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall Holz natürlich haben, wenn es Winter wird. Hier oben sind Bienen. Haben wir eigentlich irgendeinen Plan, wie wir Bienen nutzen können? Ich nicht. Ich habe bisher die einzige Erfahrung gemacht, die wir zusammen gespielt haben. Mehr habe ich nicht gespielt in diesen Spielen. Hier ist Marmor. Ja, ich habe hier mal die benachbarte Bärenpopulation ein bisschen ausgenutzt. Oh, hier ist tatsächlich... hier sind auch noch Karotten. Die snacke ich uns natürlich auch. Weil Hasen fangen geht ja auch im Winter. Und ich meine, so eine verlässliche Fleischquelle im Winter ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, machen wir uns mal eine neue Blumengirlande für den Kopf. Die schmeißen wir einfach mal raus, die darf hier verwesen. Also ich habe noch 11 Loks bei mir. Wir haben hier noch, wir haben insgesamt 45 Loks. Oh, hier oben ist tatsächlich ein Touchstone. Also ein Ding zum Wiederbeleben. Ich werde aber hier mal so ein paar Bäumchen neben uns fällen. Mach das mal. Habt ihr ja auch extra welche angepflanzt? So. Die Frage ist, hatten wir uns schon Dings gemacht hier? Heatstones? Glaube nicht. Ich weiß, okay. Ich habe uns Earmuffs gemacht. Genau, das war auf jeden Fall... Auf jeden Fall der Fall, ne? Hier chillen Waschbären. Hier ist ein langer Weg, dem wir einfach mal nachlaufen. Es wird düster. Kann ich mir zur Not ein Feuer machen? Ja. Hier Bären. Oben nicht noch Fallen hingetan? War da nicht sowas? Ich meine, du hattest, bevor du runtergekommen bist zu mir, um den Kartentisch anzuschauen, hattest du auch noch Fallen platziert. Ja, aber leider ist in die Falle keiner reingetreten. Ich gehe noch ein bisschen Kacke sammeln hier. Oh, ein bisschen Kacke sammeln. Ich habe eine Panflöte. Ich meine, mit der Panflöte könnte man irgendwas beruhigen. Aber... Ja, wahrscheinlich. Das ist ja die Story vom Pan. Hier ist eine Mücke am Sumpf oder so. Mehrere Mücken. Ein Frosch, Mensch. Da möchte ich jetzt nicht rein. Da höre ich doch was Gefangenes. Ha,
Trottel. Ja, hier scheint ein Schweinemann zu wohnen. Habe ich Platz für Papyrus? Nein, das heißt, ich muss erst Bäume pflanzen. Guck mal, Schweinemann, wenn du aufwachst, hast du Bäume vorm Haus. Ist hier etwa noch ein Schweinekönig? Ja, ein Schweinekönig. Hallo. So, diesmal muss ich echt aufpassen, dass ich nicht erschlagen werde von irgendwelchen Dornen. Da sind wieder Mücken. Mücken, die sind nicht zum Entzücken. Ja, in den Tümpeln hier im Sumpf sind Mücken unterwegs. Da ist eine ganze Spinnenarmee. Du wirst mal gemördert, dann tun wir dich hier kochen. Nobody expected Spanish Inquisition. Ah, hier sind Froschmenschen. Ihr seid hässlich. Hässliche, hässliche Froschmenschen. So, dann gehen wir doch mal wieder zurück. Irgendwo hier waren doch Pinecones. Da. Da kommt doch die Kacke rein. Bitte lass mich zurückkommen in ein normales... In das normale Gebiet, bevor es Nacht wird. Ich möchte nicht hier nächtigen müssen. Ja, ich glaube, ich übernachte dann mal im Dunkeln. Bist wieder nicht vorbereitet gewesen. Nö, ich hab auch eine Fackel theoretisch, mit der ich noch weiter rennen kann, aber... Aber ja. Wooden Flooring. Deine Barthaare. Ja, das Wooden Flooring habe ich eigentlich gedacht, man könnte es auf den Boden legen und wir hätten so einen schönen Parkettboden anschließend, aber irgendwie... Vielleicht braucht man dafür den Hammer. Das könnte natürlich sein. Weil ich habe halt versucht, das einfach so zu blenden. Und das einfach so blenden. Das war einfach so nicht möglich. Ja. Wir wollten uns noch auf Winter vorbereiten. Was müssen wir denn noch machen für die Wintervorbereitung? Also so ein Touch, nee, nicht Touchstone, so ein schöner Wärmestein könnte uns helfen. Wahrscheinlich das Survival, wa? Ich glaube schon, ja. Ich guck mal, ob ich da was sehe. Ne, sehe ich jetzt nichts. Vielleicht auch unter Feuer, also unter Licht. Nee. Ich meine, wir können uns auch mal gucken, ob es... Es gibt kein Tor oder so, oder? Doch, es gibt ein Wood Fence. Ah ne, aber das ist halt ein Zaun. Kein Tor. So. Wenn wir uns... Wenn wir uns irgendwelche Leuchtkäferchen fangen, können wir uns einen Miner-Helm machen. Mit Licht. Ja, das fände ich gar nicht so schlecht. So, wir droppen jetzt mal das Fisch. Hattest du nicht was von wegen mit Bienen gelabert? Ja. Ja, wir können uns selbst so ein Bienending machen. Eine Bienenbox. Was brauchen wir dafür? Bienen, Honig und Planken. Okay. Dann ist die Frage, wie kriegen wir Bienen? Haben wir, gibt es einen Kescher oder so, mit dem wir vielleicht Käferwesen einfangen können? Oh, was ist das? Hier ist rosa Klimmer. Less Klommer Scoop. Hands, more poop on plants. Krian, ich hab Klommer Scoop. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Aber ich hab's gleich. Ich fütter jetzt erstmal hier die netten Schweine. Junger Mann. Make komm better so food. Soll ich mal was vorbereiten, dass wir bessere Food machen? Ja, das klingt an sich erstmal gut, würde ich behaupten.
Jetzt habe ich vergessen, oh Leute, ihr habt hier ganz viele Beeren. Dann geben wir den König, geben wir jetzt, nee, dem geben wir noch was. Ich glaube, wenn ich dem König Fleisch gebe, dann droppt der Gold. Und ich meine, das ist zwar nett, aber ich brauche jetzt kein Gold. Also hier im Sumpf haben so ein paar Sumpfwesen sich gegenseitig verprügelt. Und ich habe eine krasse Waffe dadurch, glaube ich, bekommen. Meine Menschen, wollen wir noch eine Runde Holz hacken? Guck mal hier. Wo tun wir dich denn hinstellen? Hier in die Ecke? Darf ich nicht. Wo darf ich dich denn hinpacken? Hier oben die Ecke wäre auch... Aua! Unser Gebilde ist zu klein. Wir haben keinen Platz, um die Sachen hinzustellen. Wir brauchen mehr Mauern, willst du damit sagen? Da, ich habe einen Punkt gefunden, wo ich es bauen darf. Da habe ich es jetzt hingebaut. Ist der einzige Punkt, wo ich was hinstellen durfte gerade. Aha. Da kann man richtig kochen anscheinend. Fancy. Guck ich mal, ob ich noch einen Hasen finde. Und dann, wenn ich da mal Hasen mit Karotten machen, machen wir eine Art Coq au vin, nur mit Hasen. Jo. Das klingt doch nach einer Gönnung. Habe ich eine Falle dabei? Nein. Ich würde jetzt tatsächlich mal eine Biene verprügeln. Wieso verprügelst du Bienen? Wenn ich die sehe, würde ich sie... mir wird zu heiß, mir wird zu heiß. Guck mal, die Biene ist doch alleine. Angriff! Wie kann es wieder zu heiß werden, wenn wir kurz vorm Winter stehen? Ja, das ist mir ja auch dauernd. Also irgendwie, wenn du zu nah am Feuer bist, das ist, Oh, Schweinemänner, verteidigt mich. Verdammt, es wird zu spät. Ich krieg keine frischen Hasen mehr. Da haben wir noch eine Falle. Du kriegst hier mal ein Bait. In der Hoffnung, dass ich dann am nächsten Morgen aus dir was Schönes machen kann. Deine Kacke nehme ich hier mal mit. Combine Stick, Combine Stick, Combine Stick. Combine Stick. Oh, da kommen einige Bienen raus. Au, 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 Schweinemenschen, Schweinemenschen, Angriff. Hallo. Hast du es wohl ein bisschen unterschätzt, wa? Nein, nein. Was ist das denn? Ach, das vergammeltes Zeug, das will ich nicht. Also tatsächlich, den Bienen kann man recht gut ausweichen, weil die stechen halt nach vorne. Und wenn die nicht nach vorne stechen... Hört ihr auf, den Honig zu snacken? Das ist mein Honig. Oh, Krian, ich glaube, es gibt Hounds. Ich höre da ungute Geräusche. Dann mach die Ohren zu, dann hörst du sie nicht. Okay. Aber ich habe auch Geräusche. Ja, da sind sie. Ja. Warum kommen die bitte auch zu uns? Okay. Ich werde mal wegrennen von unserem Haus und dann... oh mein Gott. Gib mir den Speed Boost. Lass mich zu einem Wald rennen, wo ich anzünden kann, damit die verrecken. Ich will nicht den Wald bei uns in der Nähe zerstören. Ja, willkommen. Die Schweine und ich kommen. Ja, ich habe selbst gerade drei hinter mir. Nee, also die Schweine, Menschen und ich kommen. Also nur ich komme. Die Schweine, Menschen haben sich dazu entschieden, nicht mitzukommen. Ja, ich gehe jetzt hier hin. Denk an Rüstung. Ja, zu spät. Ich werde schon verfolgt. Ja, du bist da oben. Ich komme nach da oben. Ich bin weit im Norden. Ich renne jetzt einfach nur straight durch. Ich hoffe, hier irgendwo Bäume zu finden, die ich anzünden kann. Weißt du, Richtung Süden abdrehen kannst? Dreh Richtung Süden ab. Ich bin jetzt ganz oben, wo wir gespawnt sind. Okay, aber Bäume sind schon mal gut, weil gleich brauchen wir eh Licht. Nee. Die verfolgen mich die ganze Zeit. Wobei, ich habe ja mein Feuerzeug eh in der Hand. Eben. Okay, ich muss auf Fackel.
Angriff! Oh, ich sollte meine Rüstung dafür anziehen. Mach mir Licht, mach mir Licht, mach mir Licht! Ja. Hier. Sehr gut. Holy shit. Okay, ich brenne, das ist ungesund. Okay. Hat ein bisschen wehgetan, aber ich habe noch ein Drittel meines Lebens. Danke, Freund. Hier, du kriegst Essen, Freund. Oh. Hier, du kriegst Essen, Freund. Time Guck for mal, was für eine coole Waffe ich habe. Oh, ein Knüppel. Guck mal, hier, diese Leuchtdinger brauchen wir für einen Helm. Okay, und wie können wir die einfangen? Gibt es hier andere Tools? Feather, Pocket Scale, Beefalo Bell. Oh, oh. Wir sollten vielleicht Richtung Heimat wieder aufbrechen. Ja, warte, ich muss meinen Helm, hier meinen Rucksack mitnehmen. Die Kacke hast du aufgesammelt? Nein, habe ich nicht. Nee, ich glaube, das hat das Schwein gegessen. Ich geh. Willst du eine Fackel? Oder so? Komm, lass uns zusammengehen. Ah, da kommt was. Ah, da ist ein Schweinemann. Schwein. Hallo Schweinemann. Hallo Schweinemann. Ich bin die Sonne. Schweinemann, jetzt nicht wegrennen. Ich bin die Sonne. Ist das nicht ein Lied von Rammstein? Ja, das heißt, glaube ich, nur Sonne. Ja, nein, das ist nicht gruselig. Alles gut, Schweinemann. Wir beschützen dich, Schweinemann. Ja, followst. Ja. Ja, gut, das war doch schon mal produktiv. So. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ein bisschen rüber nach Westen. Ich habe tatsächlich 10 Bienenstachel. Okay. Und rein theoretisch hatte ich auch Honig, nur die Schweinemenschen mögen den scheinbar auch. Also haben sie ihn geklaut, sagst du? Ja. Die Hounds haben übrigens auch bei uns, glaube ich, eine Wand eingerissen. Nee, haben sie nicht. Aber ich habe noch ein Honeycomb. Das brauchen wir auch für die... Dann bringe ich das mal mit. Das haben sie nämlich nicht aufgefressen. Für die Bienenbox. Und mit meinem Tentakel-Spike kann ich die Bienen zumindest two-hitten. So, ich guck mal. Ich guck jetzt mal, was man hieraus machen kann. Ich mache hier mal so Karotte rein. Ich mache da so ein Monster-Meat rein. Ich mache da so ein paar Beeren rein. Okay. Guck. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Muss man das auch fuelen? Nee, muss man nicht. Mal hier ein Honeycomb und hier habe ich noch einen Klummerskuh. Nett. Und ich habe noch Fisch. Zum Fisch. Ich habe jetzt Meatballs gemacht. Mal gucken, ob ich irgendwelche Fallen machen kann mit meinen... Ah, mit den Bienendingern können wir auf jeden Fall Sleep Darts machen. Wir bekommen Besuch. Ja, das ist Schweine. Der klaut das Ding. Arschloch. Ich habe noch Kacke einstecken, die ich gerne loswerden würde. Hier ist doch Platz für Kacke. Ah, ne, das ist die Wassermelone. Das ist gar kein... Willst du Meatballs? Ich habe dir Meatballs gegeben. Guck mal, vergammelt hier nicht auch langsam die Wassermelone? Ne, die geht noch. Ist noch in Ordnung. Ja, du kannst aber jetzt weggehen, Schweinemann. Schweinemann, deine Dienste werden nicht länger benötigt. Wir haben keine Spinnenweben, kann das sein? Anscheinend nicht. Haben wir nicht irgendwie 5 Millionen Spinnen getötet? Ah doch, wir haben 11 Spinnenweben hier oben. So, ich gehe mal noch ein bisschen Bäume fällen hier drüben. Haben wir schwarze Federn? Bin ich mir nicht sicher. Nein. 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 Und nein. Gut, dann kommen die Bienen-Dinger erstmal hier unten rein zu der Asche und so. Ah, ich kann Bäume fällen, da geht's mir gleich wieder gehirntechnisch ein bisschen besser. Ja, das tut einfach gut, so ein paar Bäume zu fällen. Driftwood Piece. Magic.
Aber wir können auch unsere eigene Straße machen. So. Ob wir allerdings selbst noch irgendwie zum Straßenbauamt übergeben oder ob wir erst eine Genehmigung einholen müssen, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin euch ein vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr dabei, wenn es weitergeht bei Don't Starve Together mit dem Yogi. Und bis dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bye bye.